Willkommen zu. Er trifft nicht. Willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind auf der Suche nach Ceres. Ja, mal schauen. Wir haben Hinweise im letzten Part noch erhalten, wo wir sie treffen können. Mal gucken, ob sie da ist. Hoppa. Und zwar sollen sie irgendwo hier sein. Hässlicher Bastard. Verfluchte Moire Diabler. Schwärmen rum wie Fliegen auf einem Scheißhaufen. Den haben wir es aber gezeigt. Wir? Du saßt die ganze Zeit auf diesem Felsen und hast um Hilfe geschrien. Hätte ich dich nicht gewarnt, wärst du jetzt Fischfutter. Ja, und ich hätte dir nicht geholfen. Und wenn ich nicht wäre, würdest du auf diesem Felsen hocken, bis du verfaulst. Bei Freya, na schön. Du hast mich gerettet. Und jetzt? Muss ich durch das Dorf laufen und Lobeshymnen über dich singen? Nur? Nein. Sag mir einfach, wo ich Ceres finde. Wo denkst du hin? Hast mir zwar bei diesen Seeteufeln geholfen, das heißt aber nicht, dass ich über Ankreds Tochter tratsche. Erfordert Täuschungsstufe 2. Toll, jetzt hat nur, weil wir es jetzt nicht mehr im Baum haben. Denk nach. Wer, wenn nicht der Jarl, hätte mir sagen können, dass ich hier nach ihr suchen muss? Aha. Der Jarl selbst schickt dich also. Hättest du gleich sagen sollen. Sie hat nach unserem Jarl und seiner Familie gefragt. Ist zum alten Haus von Udalriks Familie gegangen. Dort, auf dem Hügel. Danke. Leb wohl. Aha. Wo will mich die Karte denn jetzt herschicken? Ach so. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier den Hügel hoch. Ich laufe doch jetzt nicht komplett aus. Ach so. Ich laufe doch komplett außen rum. Ne, tue ich nicht. Geh hier hoch. Ha! Den Weg, der auf der Karte nicht markiert ist. Ja. Und hopp. Top. Ja, hier hoch. Und schon sind wir da. Hoch. Oh, das ist aber wirklich. Ich speichere mal vorsichtshalber. Was gefällt mir nicht. Verdammt. Hier stimmt was. Welche Fuß spricht. Vielleicht von Ceres. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Ich habe jetzt nicht in die Zimmer geguckt. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalrik geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich habe dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalrik helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte es. Hätte ich das Schwert gefunden. Hä? Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalriks Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalrik zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalrik und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalrik. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend.
Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Die Fahrt ist wohl nicht gut ausgegangen. Richtig. Es gab einen Unfall. Unfall, hm? Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Interessant. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Okay. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Gewagte Theorie. Bricht nicht allein der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki. Okay, interessant. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjort gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjort falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokkva geben. Hm, keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Okay, also das Schwert ist da drin, ja? Ist das schwarzes Wappen? Das ist nur eine Wasserflasche? Sicher ist sicher. Da ist ein Schlüssel, ein Kellerschlüssel. Auch eine Wasserflasche, okay. Scheint, als müssten wir in den Keller. Gucken, was wir hier haben. Gar nichts. Kommen wir denn in den Keller? Ah, hier. So, geht nicht, weil ich draufstehe, oder wie war das? Ja. Wow. Was ist das? Hi! Was war das? Da war irgendein Schatten. Naja. Wir gehen mal wieder. Wo ist sie? Da sitzt sie. Hi! Hast du das Schwert gefunden? Da. Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir.
Du und mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Du kommst von weit her. Ich hätte einen Festländer heiraten können. So. Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Was soll das denn jetzt heißen? Da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerz in den Augen. Die frische Luft wird dir guttun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Okay. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Bist du sicher? Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter der Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Ein Baby. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Okay. Die Augen höchstens zum Zahnreinigen. Wir machen hier mal eben wieder... So, dann ist wieder morgens. Was? Es regnet doch gar nicht. Was quatschen die eigentlich alle? Eieiei. Wo gibt's denn hier ein Schiff für uns? Da. Toll. Na gut, aber es ist nicht weit.
Aha. Komm schon, komm näher. Hallöchen. So, das Schwert ist mal wieder kaputt. Wie viel ist denn kaputt? 50. 90. 15. 40. Ja. Hier gibt es noch einen Schatz. Der krumme Mast markiert den Ort. Nicht jeder Tor vermag den Schatz jedoch zu finden. Okay, das machen wir. Hier das muss es sein. Genau. Okay. Ich frag mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalric zu gehen. Machen wir das immer noch eben schnell. Das ist ja auch hier. Hier ist der krumme Mast. Okay, ich finde hier noch nichts. Warte mal. Muss aber eigentlich hier irgendwo sein. Ah, nee. Hä? Nee. Ja, da ist noch was Rotes. Warte mal, da. Wo gleich das Saufen war. Da ist es. Perfekt, so, das war das. Müssen wir da wieder hin zurück. Im Ernst? Lauf. So. Na komm. Darf ich mal danke? Pass auf, wohin du gehst. Was war das für ein Geräusch? Wie so einen stolzieren Sie hier rum, diese Festlandhelden? Ich schäme mich. Aber wieso? Warum hast du auch gesoffen? Was ist los? Udalric, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach.
Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Okay. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form. Wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen, und sie verlangen ständig mehr. Okay. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Interessanter Schatten. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten und sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nährt sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss. Mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Und was ist mit der anderen Methode? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach, das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen.
Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Okay. Es kann wohl nicht schaden, die List zu versuchen. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Okay, ich denke mal, ich werde den Part dann für heute hier beenden. Zwar ein bisschen früher, aber je nachdem, was dann im Haus passiert, können wir das dann schön im nächsten Part also wir haben im nächsten Part genug Zeit, denke ich mal. Deswegen ist für heute hier Schluss. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Erstmal bis dahin und ciao.